Grüß euch. Ja, heute wird starker Tobak. I'm sorry, aber ihr seid ja von mir jetzt einiges gewöhnt. Aber bevor ich zu dem Eigentlichen komme, ich möchte unbedingt noch etwas sagen. Lieber Snoopy, ich fand das gestern wirklich nett, dass du noch, dass du als dich ja zu Wort meldetest. Und ich meine, klar, jeder sagt hier seine Meinung und so. Aber fang um Himmels Willen nicht an, mit irgendwelchen Hammeln zu diskutieren. Verstehe mich bitte recht. Wenn jemand, man sagt ja, jeder kann seine Meinung dazu sagen, keine Frage. Und wenn er es toll findet, mich da irgendwie anzuranzen oder mich zu beleidigen oder ähnliches, oder mich da zu verhöhnen, ja, dann lässt er, dann macht er das eben. Wehren tut ihm keiner. Das ist ja das Thema. Das ist ja der Witz an der Sache. Bring alles in die Kristallenergie. Ganz egal, wie sehr dich das stört. Aber lass dich nie auf Diskussionen ein. Weil das ist dummes Zeug. Menschen sind aggressiv, manchmal sind sie dumm, manchmal sind sie aggressiv, bösartig, blöde. Und sie sind, ehrlich gesagt, in vielen Fällen sind Menschen auch dumm. Aber wo dumm ist, ist die Bösartigkeit nicht weit. Wenn dann auch noch Brutalität dazu kommt oder ähnliches, ja dann gute Nacht, dann können wir uns ja wohl ausrechnen, was dann passiert. Und genau das gilt es ja nun zu ändern. Und schon bin ich bei meinem Thema. Seht ihr, ich bringe alles in die Kristallenergie und ich lasse mir da auch keine andere Wahl. Also ich meine, es gab eine Zeit und die ist ja noch nicht allzu lange her. Also es ist durchaus so, dass ich mich noch sehr gut daran erinnern kann. War ja, ich meine, so lange muss ich gar nicht zurückdenken, 1, 2 Jahre reichen. Da fing ich irgendwie an, über alles Mögliche zu diskutieren, aber diskutieren sollte man hier nicht. Das ist dummes Zeug, es erübrigt sich. Bring alles in die Kristallenergie und lasse dir dabei keine andere Wahl, damit deine Probleme sich auflösen. Kristallenergie ist in der Tat die Essenz, in der sich jeder Streit, jeder Zank, jede Wut, Ärger, in der sich dies auflöst. Ich habe es vorher mit Schwingungen genannt, dann habe ich gesagt, es ist Licht, dann habe ich gesagt, es ist eine starke Kraft, eine Strahlkraft. Aber man kann es auch ohne weiteres mit einer Essenz vergleichen. Es ist ähnlich, als würdest du ein Lösungsmittel auf etwas geben, sodass dann der Fleck löst oder dass der Kleber sich da löst oder ähnliches. Und genau darum geht es ja. Seht ihr, ich habe gestern noch einige Bücher so gewälzt und auch viele religiöse Schriften waren dabei. Und einige waren so absurd frömmelnd, dass mich das echt annervte. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese Bücher keineswegs schon für die Elite gedacht war. Ganz im Gegenteil. Das war für die Menschen gedacht, die gerade mal ganz am Anfang stehen und wirklich irgendwie einen Rettungsanker brauchen. Aber Rettungsanker ist genau das. Es ist ein Rettungsanker. Es ist noch nicht das Rettungsboot. Man kann sich also etwas festhalten, damit man zunächst einmal an sichere Gefilde kommt. Dafür ist das auch gedacht und dafür ist auch die Idee von Jesus Christus von Nazareth gedacht. Was hat Jesus eigentlich ganz genau gesagt? Wir kommen um ihn nicht drum rum. Was hat Jesus gesagt? Er werdet sehen, dass des Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Das hat er gesagt, nicht wahr? Ja, aber der Menschensohn muss höllisch blöde sein, wenn man sich die Menschen mal anguckt. Nun, Christus war nicht blöde. Aber er war in der Tat, er präsentierte praktisch die gesamte Menschheit. Mit all seinen Fehlern, mit all ihren Irrtümern und so weiter. Und Christus bewahrt das so mit stoischer Ruhe. Er sagte, nein, ich bringe das alles in die Kristallenergie. Wie blöde, wie krank, wie abscheulich etwas auch immer ist, es kommt in die Kristallenergie. Ob das dazu führen musste, sie auch gleich hat kreuzigen lassen, also ich weiß ja nicht so recht. Ich kann eine Kreuzigung nur dann akzeptieren, wenn man mir das so erklärt, okay, aber da waren die Menschen gedanklich zumindest mit was anderem beschäftigt. Sie haben dann zumindest geglaubt, dass ihre eigenen Fehler freigeräumt werden, weil jemand anders dafür gestorben ist. Also man hat mir das so versucht, schmackhaft zu machen, aber ehrlich gesagt, heißt immer noch für blöd. Warum sagt man denn nicht gleich, bring alles in die Kristallenergie? Hätte man damals nicht sagen können, bringen alles in die Sonne oder irgendwie sowas. Also ich meine, sonnig war es da ja nur, wo er herkam. Aber irgendwie, nein, war jetzt nicht so. Aber hat er ihm anders gesagt. Na gut, okay, ist ja seine Sache. Aber ich bin der Meinung, wir fahren alle unheimlich gut und alle unheimlich besser, wenn wir alles in die Kristallenergie bringen, ohne uns bei was anderem aufzuhalten. Wer so denkt, gehört in der Tat zur Elite. Zur Elite des Denkens. Und lass dir dabei bitte keine andere Wahl.
Bring alles in die Kristallenergie. Und es ist interessiert überhaupt nicht, wer nun wann, wo wann Recht hat. Denn es ist egal, ob dir jemand Unrecht getan hat oder nicht. Denn wenn er dir Unrecht getan hat, ist doch die Frage, warum hast du nun genau neben ihm gestanden, dass er dir Unrecht tun konnte? Wieso warst du energetisch genau an diesem Platz? Das ist die Frage. Und es ist ein bisschen breathtaking, nicht wahr? Übrigens, es ist kein Geheimnis. Also drei Briten haben mein Leben unglaublich geändert. Das war einmal Agatha Christie, das ist mittlerweile kein Geheimnis, von Stephen Hawking schwärme ich auch des Öfteren. Aber nun kommt auch noch, und der von David Bowie, also ich bin ein Fan von David Bowie, also wenn ich überhaupt eine Musik stundenlang, ewig und 3 Tage hören könnte, wäre das in der Tat die von David Bowie. Denn die variiert so oft, da wird nichts langweilig. Wie das Leben selbst, könnte man sagen. Und ich sagte ja, dieser Satz von David Bowie, Time can't change me, but I can trace time, ist wohl eines der wichtigsten Sätze, die ich in meinem Leben je gehört habe. Ich habe ihn gehört, da war ich 16, 17 Jahre alt, als ich anfing, ein echter Fan von David Bowie zu werden. Aber ich konnte lange mit diesem Satz, obwohl er so wichtig war, nichts anfangen, bis ich begriff, was das eigentlich genau heißt. Lassen wir uns doch bitte diesen Satz noch einmal auf der Zunge zergehen. Time can't change me, but I can trace time. Heißt übersetzt ungefähr so viel wie die Mode der Zeit hier, die wird mich nicht verändern. Aber ich komme der Zeit auf die Spur. Mit anderen Worten, auf genau die Zeit, die ich gewünscht, gerne erleben möchte. Und da komme ich allmählich hin. Ich nehme nicht an, dass du Lust hast, deine Zeit in Folterkammern zu verbringen. Also fangen wir doch gleich mal mit der Kristallenergie an, denn das bewahrte ich ja nun davor. Also, alles in die Kristallenergie, ohne Diskussion. Die Empfindung, die du jetzt hast, möchtest du die ewig haben? Nein? Ist sie kalt? Hast du Hunger? Oder ärgerst du dich über jemanden? Ist der Nachbar gerade blöd? Was für eine Empfindung du jetzt auch immer hast, möchtest du sie ewig unter Tage haben? Wahrscheinlich nicht. Aus irgendwelchen Gründen, irgendwas zwackte. Irgendwas war nicht so gut. Ach nee, und ja, jetzt vielleicht im Augenblick geht es ja, aber ewig möchte ich auch nicht haben. So, nun auch wieder nicht. Eben. Das aber kann ein Engel, oder das hat ein Engel. Denn der ist in einem dermaßenen Glück oder in einer dermaßigen Freude, der könnte ewig in dieser Empfindung bleiben. Der ist fein, der fühlt sich toll. Aber wir nicht, oder? Ist die Empfindung, die du jetzt hast, oder die du hast, wenn du im Stau stehst, oder die Empfindung, die du beim Brötchen holen hast, oder die Empfindung, die du am Amt hast, und da irgendwie wieder mal Schlange stehen musst wegen irgendeinem Quark, möchtest du ewig in dieser Empfindung bleiben? Nein, das möchtest du nicht. Na prima, bring sie in die Prozentenergie. Dann wissen wir doch, was wir zu tun haben. Dann wissen wir doch, wie wir vorgehen können. Ich habe mich des Öfteren über meine Eltern beklagt. Des Öfteren. Och, nur wieder mal. Pausenlos. Naja, okay, pausenlos sogar mal nicht, aber doch sehr oft. Nun, was könnte man daraus schließen? Von Mütterchen und Väterchen die Schwierigkeiten. Aber von mir die Lust, diese zu überwinden. Und von Mütterchen und Väterchen die Schwierigkeiten, bei aller Liebe. Ich hatte eine Empfänglichkeit dafür. Sage ich denn nicht pausenlos? Warum stehst du überhaupt daneben? Warum standen wir denn überhaupt in der Nähe davon? Ja, das sagte ich sehr oft. Und ich sagte immer wieder, ändere dein Denken. Das ist mit diesem ewigen tut Buße gemeint. Aber was hätten Sie denn vor 5.000 Jahren auch sagen sollen oder vor 3.000 Jahren auch sagen sollen? Ändere dein Denken. Ich glaube nicht, dass die Menschen es damals schon begriffen haben. Nicht, wenn sie sich noch 3.000 Jahre später noch darum hauten, dass ob war das auch noch Descartes, wo recht hatte, als er sagte, ich denke, also bin ich. Mein Gott, dann drehen wir den Satz doch mal um. Ich bin, was ich denke. Dann haben wir es doch. Dann auch sehr wird immer genau das, was du gerade mal denkst. Ja, ich sagte ja, diese religiösen Schriften. Also ich habe dann wirklich Bücher über darüber gelesen. Da gibt es so ein paar. Die sind also, das gilt auch für die blauen Hefte, die sind oft so frömmelt, obwohl sie klare, eindeutige Botschaften haben. Aber man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Wenn die da ewig mit ihrem Jesus Christus ankommen, dann geht das manchmal etwas quer runter. Jesus Christus war eindeutig jemand,
der die Gesamtheit der Menschheit präsentierte, mit all seinen Fehlern und was weiß ich was alles, aber auch, wie er sie überwunden hat. Oder dass er sie damit eben überwinden kann. Jesus Christus sollte angehen, also er war nun unfehlbar, da war nie etwas, der hat keine Silbe etwas geäußert, was einem anderen Menschen sterben könnte. Aber trotzdem sagte er, sei der Menschensohn. Was heißt denn das jetzt? Der Sohn der Menschen muss genauso verknöchert und verbiesert und lächerlich sein wie die Menschen selbst. Aber offensichtlich kann man das überwinden. Warum sonst sollte Jesus Christus gesagt haben, er sei der Menschensohn? In einer guten Variation, wie ich dann hoffe. Ja, das kann man so gelten lassen. Ja, dann wären wir eben zu so einer Variation. Dann wären wir eben dazu. Sind wir denn nicht in der Lage zu denken? Ja, sind wir. Und wer hindert dich denn daran, bei jedem Ärger, dann bei jedem Mist, bei jedem Unsinn, der dir da entgegenkommt, sofort zu denken, so, das muss sofort in die Kristallenergie? Was hindert dich? Erich Kästner schrieb mal, wenn er beschrieb so Ehepaare und dann sagte er dann nicht, sie sind dann irgendwie so verbiesert oder was, während sie schlafen, irgendwelche Albträume, Ideen aus ihren Betten, aus ihren Kissen, Ketten und Särge macht. Und manchmal steht dann von ihren Käfigen ein Dritter. Der ärgert sie. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Viele fangen an, irgendwas durchsetzen zu wollen, irgendwas behaupten zu wollen, oder wir behaupten immer irgendwas, versuchen zu diskutieren. Und sind eigentlich auch ganz froh und ganz glücklich mit sich selbst oder denken, das ist alles ganz toll. Und dann steht doch vor ihren Käfigen ein Dritter. Der ärgert sie. Weil immer irgendwas so ein blödes Gefühl ist, irgendwas ist doch nicht so gut. Was ist denn daran falsch? Herr Gott, was ist denn das jetzt? Ganz einfach. Wir bringen alles in die Kristallenergie, wenn wir das wollen. Aber wer will das denn? Tut mir leid, wenn ich manchmal unverständlich bin, aber mit der Zeit wird es klarer. Ganz egal. Was dich ärgert, ganz egal, was du nicht verstehst, ganz egal, wo du sagst, ach nee, das akzeptiere ich hier nicht, bring es stantepede in die Kristallenergie. Da wird es ja gereinigt. Wenn es ein dunkles Loch gibt, ein schwarzes Loch gibt, und da ist sich die Wissenschaft ja mittlerweile sehr einig, dass es so etwas gibt. Wenn es das gibt, fein. Dann muss es also etwas geben, was die Zeit unglaublich verlangsamt, zum Stillstand bringt. Na, da muss es auch etwas geben, was die Zeit unheimlich anfeuert. Ist das klar? Logisch meine ich? Ich denke schon. Wenn es also etwas gibt, wenn es auch etwas gibt, was man die Zeit wirklich verdirbt, wo kaum, dass da etwas ist, dass da ein Ereignis passiert und jeder fühlt sich sofort schlecht und jeder hat sofort schlechte Laune, jemand über die hat Kummer und irgendwie geht das Leben so unheimlich träge von sich. Ja, da muss es doch auch irgendwas geben, mit der das Leben alles locker flockig läuft. Und dann nehmen wir doch mal an, dass wir hier einmal die dunkle Energie haben, also Kummer, Krankheit, Trübsal, Not, Ehenot, Elend und so weiter. Und dann haben wir eine Kraft, in der das alles nicht passiert, in der wir Glück, Freude, Schönheit und bis zum Gehtnichtwas erleben. Und wie weit du jetzt davon entfernt bist, das durch das eigene Denken hinzubekommen, merkst du daran, wie du dich tagsüber fühlst. Und ob du in der Lage bist, das alles unverdrossen in die Kristallenergie zu bringen. Und jetzt erwarte bitte keine Wunder, dass es innerhalb von 10 Minuten geht, ganz einfach deshalb nicht, weil du eine Gedankenlast mit dir herumschleppst, die sich gewaschen hat. Ach, leider hat sie sich nicht gewaschen, sondern die ist nicht von schlechten oder die ist von einem schlechten Kaliber, sagen wir es mal so. Und bitte verzage nicht. Das Universum irrt sich niemals, das Leben auch nicht. Und die Gerechtigkeit auch nicht. Du hast immer genau die Empfindung, die du durch das, was du gedacht hast, hervorgebracht hast. Und mit der Empfindung kommen dann auch die Umstände, die dann dazu passen. Wir haben uns nie angewöhnt, das Leben so zu betrachten. Aber ich finde, wir sollten, wenn wir endlich mal eine Erhöhung des Ganzen hier haben wollen. Viele würden sagen, oh, ich bin ein glücklicher Mensch, ich habe ja so viel erreicht und es ist mir immer so gut gegangen. Gibt es ja einige. Ach, ich hatte ja so viel Glück in meinem Leben. Die haben sich nie gefragt, warum sie Glück hatten und das wohl eventuell einem Guthaben geschuldet war, dass sie sich mal irgendwann früher angehäuft haben.
Aber irgendwann ist das Guthaben auch aufgebraucht. Irgendwann ist das Füllhorn leer. Und dann schreien sie nach mehr. Und jetzt gibt es ein Problem. Dieses ewige Gequake, wir haben ja ein Recht auf ein glückliches Leben und wir können alle anderen das sagen, mir das kaputt zu machen, ich habe Recht auf ein glückliches Leben. Ach ja? Wieso das denn? Was hast du in Christianity gebracht, dass du ein Recht auf ein glückliches Leben hast? Ja, viele, die so protestieren, müssen sich genau diese Frage stellen. Und während sie noch protestieren, fühlen sie sich auch höllisch unwohl. Und sind in der Gemeinschaft unheimlich stark, weil man das in der Gemeinschaft gerne vergessen kann. Aber irgendwie, irgendwann will das alles doch nicht so richtig einleuchten. Und irgendwie ist man doch nicht ganz zufrieden mit sich. Und dann steht vor ihnen plötzlich ein Dritter. Der ärgert sie. Weil es ein echt blödes Gefühl ist. Was habe ich eigentlich in Kristallenergie gebracht? Was habe ich da eigentlich reingebracht? Was habe ich denn in die Waschung oder was habe ich denn in das klare Wasser? Was habe ich denn in die Kristallenergie, die klare Energie gebracht, um das alles zu erleichtern? Was habe ich denn gedacht? War das denn überhaupt möglich? Konnte ich mich denn davon überhaupt befreien? Ging das überhaupt? Bis zu dieser Stunde für viele noch nicht. Aber es kann sich ja ändern, nur weil ich das eine dreckige Wäsche habe und da kommt jetzt noch ein dreckiges Teil dazu, ja, das ist ja kein Problem, dann kommt das immer noch in die Waschmaschine. Aber es sollte nach Möglichkeit endlich mal begonnen werden, sonst wirst du damit ja nie fertig. Ich sag dir, möchtest du die Empfindung, in der du jetzt gerade bist, möchtest du ewig und 3 Tage haben? 3 Tage dauert es immer, bis man da rauskommt. Aber eine Empfindung, die du jetzt gerade hast, hast du vermutlich eine lange Zeit. Aber das möchtest du wahrscheinlich gar nicht. Also noch ein bisschen höher, noch ein bisschen besser. Dafür leben wir ja. Um Gottes Willen, ich will dir keine Angst machen. Das heißt nicht, dass du jetzt, wenn du, sagen wir mal, die nächste halbe Stunde tot umfallen würdest, was du hoffentlich nicht tust, aber dass du dann in dieser Empfindung bleiben müsstest. Nein, es ist etwas anderes. Du kämst wirklich in die Glückseligkeit zurück. Das ist gar kein Thema. Und alle sind glücklich, alle sind froh, alle freuen sich, alles ist toll. Aber irgendwie ist auf deinem Kleid ein Fleck. Das ist das, was du da noch nicht hingebracht hast. Du kannst teilnehmen an der Freude, irgendwie ja, du bist ein Teil davon. Aber irgendwie stört das. Du hast in deinen Kleidern, da ist irgendwie, da sind so kleine Makel, kleine Knötchen, kleine Knoten, was weiß ich was, kleine Flecken, wie auch immer. Und jeder guckt auch sofort hin. Also das ist blöd. Also ein tolles weißes Kleid, aber irgendwie ist das irgendwie ziemlich befleckt. Und jeder guckt hin. Weil jeder sieht das. Und das ist für dich blöd. Das ärgert dich, das willst du, das wurmt dich auch. Alle anderen sind alle so frei und leicht und also alles so toll und einer ist schöner als der andere. Und man selber hat da so ein, ach, das Gewand ist nicht so schön wie alle anderen. Ach Mensch, ich würde das auch so schön haben. Und dann, ja, dann bring das in die Kristallenergie und tu was dafür. Es ist betrüblich, wenn man in so einer Grauzone wohnt. Das ist wirklich schade. Also, eigentlich könnte das alles ganz toll sein. Man selber hat das nicht hingekriegt, weil man es vergessen hat, in die Kristallenergie zu bringen. Ja, mein Gott, nochmal. Gut, dann machst du es eben jetzt. Wo ist denn das Problem? Und außerdem lebst du doch noch. Was regst du so fremd uns auf? Ich meine, noch leben wir doch. Und solange wir leben, wandeln wir auch. Und solange wir leben, sind wir eigentlich frei. Frei, das alles in die Kristallenergie zu bringen. Wir haben nur unangenehme Minuten, weil wir feststellen, ach Mensch, das könnte doch besser sein. Das könnte doch noch ein schöner sein. Das könnte doch eigentlich ein bisschen, ach, das könnte doch noch ein bisschen besser sein. Nein, wenn es noch nicht ist, dann ist es noch nicht besser. Gut, dann geht das eben doch. Tja. Und für den Fall, dass du dich später eingeschaltet hast, Snoopy, ich habe es schon am Anfang gesagt, bitte sei so nett, diskutier das nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass du gerade zu denen gehörst, die das auch mittlerweile mitbekommen. Und das ganz bestimmt auch tun wirst. Und du wirst es auch schaffen. Ganz gewiss. Aber mach den Fehler nicht. Diskutier das bloß nicht mit anderen. Ich mache manchmal den Fehler, das muss ich zugeben, dass ich hier manchmal auch einige benenne und sage, hier, guck dir mal die an und guck dir mal die an. Das war sicherlich meine größte Eselei auf diesem Kanal, denn man sollte das wirklich nicht tun, mit Fingern auf andere zeigen, das sollte man wirklich lassen.
Andererseits, Beispiele musste ich ja finden, um dir zu sagen, was ich genau meine. Es ist natürlich wirklich schwierig. Es gibt so eine lächerliche Sendung, Tralala und die Beobachter, und dann hecheln sie da die Zeit durch. Hast du dir da mal angeguckt? Da habe ich mich gefragt, wie können sich Menschen das ansehen? Also ich habe nach 3 Minuten, 4 Minuten des Gequakels, habe ich einfach abgeschaltet. Wie nehmen die denn eigentlich ernst? Hören die sich da eigentlich selber reden? Ja. Tun sie. Das heißt, später tun sie es. Dann hat sie mich ihre eigene Schwingungsplatte. Oh Gott, das kann man sich nicht mehr an, das kann man sich nicht anhören. Aber in einer bestimmten Schwingung kann man das aber. Aber das ist nun genau die Schwingung, die einen an Schwierigkeiten gebunden hält. Bitte versuch das zu verstehen. Und noch etwas möchte ich dir sagen. Alles in die Kristallenergie zu bringen, ist ein Leben ohne Angst. Ist dir klar, was das bedeutet? Ich meine, die Bibel ist sicherlich nicht gerade mein Lieblingsbuch, aber ich meine mich doch zu erinnern, dass sie mit den Worten endet: Fürchte dich nicht. Genau das ist es. Aber du wirst Angst haben. Nämlich in dem Moment, wo dir auf einmal alles entgegenschwappt, was du da früher mal da losgetreten hast. Nur die Ruhe. Bring alles sofort in die Kristallenergie. Dann wird dir Zeit gegeben. Du gibst sie dir. Denn du hast nicht die Absicht, in diesem Leben zu versagen. Das möchtest du nicht. Und dein Wille ist in deinem Leben bitteschön immer noch mal gesetzt. Ich sag ja, es gibt so viele frömmelnde, lächerliche Bücher. Das kann man sich manchmal echt nicht mehr durchlesen. Aber es gibt ein paar Sachen, die immer noch gut sind. Da taucht zum Beispiel in einem dieser Bücher, da taucht dann auf, wie wäre das denn, wenn Menschen das Wetter mitgestalten könnte? Jeder könnte mal am Wetterregulator arbeiten. Und dann würdet ihr ja schon sehen, was dabei rauskommen würde. Da dachte ich, was heißt, das wäre? Würde. Das tun wir doch. Ich weiß ja nicht, wem das aufgefallen ist, aber das Wetter ist unsere sprichwörtliche 1:1 Gegenüberstellung unserer Gedanken. Was glaubst du denn, wo die Stürme herkommen? Ja, okay, ist die Erdrotation schon gut, ist es die Temperatur, Sonne, Einschränkung, ja, habe ich auch schon mal gehört. Aber entschuldige bitte mal, die Erde dreht sich nicht ohne Grund, abgesehen davon. Es sind die Vielzahl der Gedanken der Menschen, die das Wetter generell möglich machen. Oder ist dir noch nie aufgefallen, dass die Katastrophen, die Hungersnöte, die Dürren und so weiter, sich bis vor einigen Jahren immer irgendwie in den Regionen abspielten, in denen die Not der Menschen besonders groß war? Und dass sie, wenn sie es doch mal irgendwie geschafft hatten, es doch mal gut zu sein, sich prompt wieder Probleme machten? Wir dürfen uns auch gerne mal den afrikanischen Kontinent ansehen. Und dann dürfen wir uns auch gerne ansehen, was die hochtrabende westliche Gesellschaft dazu zu sagen hat. Und wozu das dann wohl führt. Ah ja. Ich habe ein Recht auf ein glückliches Leben. Nee, hast du nicht. Nicht, solange du das nicht in die Kristallenergie bringst. Andererseits hat Christus gesagt, ihr werdet sehen, des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Ja, da sitzen wir dann ja wohl auch alle. Da sitzen wir in der Tat. Denn du kannst alles lebendig machen. Und jetzt sind wir bei unserem kleinen Liebling Gott. Wir müssen über Gott sprechen. Das ist nichts. Was ist Gott nun eigentlich ganz genau? Die Zusammenballung aller Menschen. Das ist Gott. Und darum ist es auch so schwierig, an den lieben Gott zu glauben, denn die Menschen sind alles andere als lieb. Weiß Gott nicht. Können sie auch gar nicht sein. Die haben ihre Ziele und die suchen sich Gleichgesinnte. Und das ist ja auch nichts Verwerfliches. Und alle anderen, die da nicht zugehören, werden da rausgepusht. Richtig so. Was willst du denn mit Menschen, die du nicht vertragen willst? Was willst du denn mit Menschen, die du nicht leiden kannst? Es ist doch eine vornehmste Art des Menschen, ist es zu denken. Und wenn man nun genau weiß, dass das, was der andere denkt, nicht gerade mit dem übereinstimmt, was ich wohl denken würde oder was ich so toll finde, was meine Vorlieben sind, wenn sie damit eben nicht übereinstimmen, ja, dann wird der mich ausschließen und ich ihn. Dann will ich doch gar nicht mehr zugehören. Das war sicherlich damals mein Problem.
dass ich nie begriffen habe, dass ich da, wo ich unbedingt rein wollte, nichts zu suchen hatte und eigentlich auch, wenn ich mal ganz ehrlich bin, auch nicht wirklich hin wollte. Tja, ich wollte das lernen, was man Energiekrisenbewältigung nennt oder was man Krisenbewältigung nennt. Ich will meine Krisen, die ich in meinem Leben ganz sicherlich hatte, und es waren heftige, ich wollte die einfach bewältigen. Ich wollte damit fertig werden. Das kann ich aber doch nur allein. Ich kann schon ganz alleine meine eigenen Probleme und Sorgen und Nöte in die Kristallenergie bringen. Verzeihung, Entschuldigung, kann jeder. Moment. Das kann aber jeder. Jeder kann seine Sorgen und Nöte in die Kristallenergie bringen. Da gibt es doch keine, da gibt es wirklich keine Zugangsvoraussetzung. Nur der eine, nur das eine, der Wille. Man muss es schon wollen. Das sollte man schon, ja. Also das ist doch wohl nicht zu viel verlangt, dass man doch zumindest von dir, was heißt verlangt, aber doch zumindest von dir erwarten kann, dass du zumindest in der Lage bist, okay, ich will das aber dann in der Kristallenergie haben, damit es sich wirklich bessert. Und ich will nicht, dass es sich auf Kosten anderer Menschen bessert. Das kann man doch wohl erwarten. Ist das denn zu viel verlangt? Nein, das ist es nicht. Aber wir wissen es nicht. Das heißt, die Menschen wissen es nicht. Sie können es nicht wissen. Und zwar deshalb nicht, weil ihnen was anderes erzählt wird. Das ist doch irgendwie witzig, ne? Da komme ich doch dazu, dass jemand sagte zu einem anderen: Ich glaube an die Wissenschaft. Ist das nicht ein Kuriosum? Ich glaube an die Wissenschaft. Also nur um das zu klären. Ich glaube an die Wissenschaft. Das heißt also, ein anderer glaubt an Gott, der nächste glaubt daran, dass an Schicksal und an Wissenschaftler. Ich bin ja sehr elitär, ich bin ja sehr clever, ich bin ja sehr klug. Ich glaube an die Wissenschaft. Darf ich mal kurz einfügen, dass jeder dieser drei Beteiligten an etwas glaubt, und zwar an die Wirksamkeit an etwas glaubt. Der Wissenschaftler, der an seine Wissenschaft glaubt, glaubt an die Wirksamkeit der Wissenschaft. Ja, offensichtlich funktioniert das aber nicht. Oder kannst du mir erklären, warum ein Medikament, für was ja nun wirklich enorm erforscht ist, wissenschaftlichst erforscht ist, für den einen hilft und dem anderen nicht? Ich kann es erklären. Siehst du, der eine glaubt an Gott, der andere glaubt an Schicksal, der andere glaubt an die Wissenschaft, der andere glaubt an gar nichts. Und ich kenne die Wirksamkeit der Kristallenergie. Rat mal, wer wohl mehr davon hat. Wer wohl mehr von seinen Überzeugungen hat. Siehst du, ich kenne die Wirksamkeit von Kristallenergie. Ich meine, ich kenne sie absolut. Und ich weiß auch, was sie von mir verlangt. Und was sie mir in meisten Fällen auch abverlangt. Das alles abzustoßen, das ist nicht leicht. Hast du schon mal eine Raupe gesehen, die sich aus ihrer Puppe quält? Die quält sich aus der Puppe. Und wenn du weißt, dass eine menschliche Geburt für eine Frau, es ist schmerzhaft und für das Kind auch, denn es muss sich da rausquälen aus dem Geburtskanal. Doch warum? Um lebensfähig zu sein. Es muss sich erweisen, ob es den Widerständen des Lebens überhaupt gewachsen ist. Und sehr oft sind wir das auch, aber nicht ohne dann doch es geschafft zu haben, uns in eine größere Patsche zu setzen. Also das ist echt manchmal blöd. Aber keiner erklärt uns, schenkt uns reinen Wein ein. Und wenn unsere Bischöfe und Pastoren in den Kirchen sich nicht so lächerlich aufführen würden, dann hätten wir einen großen Teil geschafft. Das Problem ist, dass du die Wirksamkeit Gottes kennen musst. Das heißt, du müsstest erkennen, dass Gott in dem einen wie in dem anderen Fall wirksam ist. Wenn jemand sehr übel denkt, ist Gott darin wirksam, denn Gott ist ein Verstärker. Er verstärkt die Energie. Die Gesamtheit der Masse verstärkt die Energie. Ich sage doch, dass Gott die Gesamtheit der Menschen ist. Ich kenne die Kristallenergie. Ist sie von mir gerufen, kommt sie zu mir. Ist sie von dir gerufen, kommt sie zu dir. Kann ja so schwer nicht sein, zu begreifen, meine ich. Wird nur sehr schwer umgesetzt. Und dann kommt es am Anfang zu hanebüchenen Kopfschmerzen manchmal.
Und der Körper zittert manchmal. Da geht manchmal, da gehen Schauer durch. Und oh Gottes Willen. Manchmal ist das okay, aber du musst zugeben, du musst auch einiges verlassen. Hader nicht mit dir, bitte. Und hader schon gar nicht mit den anderen. Die können nichts dazu. Wirklich nicht. Wenn du feststellst, es macht dir, dass dir unwohl wird, dass das also eine echt blöde Empfindung im Moment ist, das scheint schwer zu sein. Bitte dann mach den anderen keine Vorwürfe. Die anderen waren es nicht. Die können nichts dazu. Es ist das, wo du dich von befreien musst. Aber wie ich gestern auch schon sagte, ich sage es gerne nochmal, weil ich das auch selber gerne sage, nicht um mir jetzt Mut zuzusprechen oder um allen anderen jetzt Mut zuzusprechen, sondern es ist ein simpler Fakt. Licht ist immer stärker als die Dunkelheit. Immer. Besonders wenn du immer dran denkst. Vergiss das nie. Vergiss es um Himmels Willen nicht. Das wäre für dich blöd, wenn du es tätest. Denn dann wärst du verloren. Für lange Zeit. Weil du dann deine Zeit damit zubringst, über alle anderen zu schimpfen und zu meckern. Und damit würdest du das Elend vergrößern. Damit würdest du die Not vergrößern. Und was soll das? Und die Zeit für dich wäre auch nicht sehr angenehm. Denn keiner kann mir erzählen, dass er, wenn er in seinen Wut oder Hass oder Zorntiraden da verfällt, dass er sich dabei wohlfühlt. Wohlfühlen wir uns aber ganz bestimmt nicht. Aber wir haben etwas an unserer Seite, was oft schwer ist. Die Macht der Gewohnheit. Das ist für einige Menschen schon ein gewohnheitsmäßiger Zustand, so zu leben, wie sie leben. Und darum frage ich dich, möchtest du so leben, möchtest du dich so fühlen, wie du dich zum Großteil des Tages fühlst? Oder verbringst du deine Zeit damit, dass du hoffst, dass mal etwas besser wird? Hoffen ist so ein merkwürdiger Ausdruck. Ich denke immer, dass als die Büchse der Pandora geöffnet wurde, ist ja nun wirklich nur eine Sinnbildlichung von dem, was wirklich passiert ist. Aber als dann so Elend, Not und was weiß ich, was auf die Erde kam, mit anderen Worten, als sie zu den Menschen kamen, als es dann darum ging, okay, komm, ich überwinde das, da blieb ausgerechnet die Hoffnung am Boden. Warum wohl? Du sollst ja auch nicht hoffen. Nicht hoffen. Also das Letzte, was du jetzt gebrauchen kannst, ist hoffen. Ich habe immer das Gefühl, dass mit Hoffen die Menschen zum Narren gehalten wird. Warum blieb wohl an der Büchse der Pandora, ein unglaublich schönes Mädchen übrigens, aber die Büchse war blöd, warum blieb ausgerechnet an dieser Büchse nun die Hoffnung unten kleben? Hoffen sollst du nicht. Du sollst nicht hoffen, dass mal ein anderer kommt und das mal alles ganz toll macht. Nee. Und das macht mir an der Kirche auch Angst, wenn ich ehrlich, was heißt Angst, aber darum kann ich die Kirche eigentlich nicht leiden. Sie lässt die Menschen hoffen, aber mit Hoffen tut sich nichts. Hoffen ist dummes Zeug. Entschuldigung, aber Hoffen ist wirklich blöd. Weil, wenn ich nur hoffe, dann ändert sich nichts. Aber bringe ich alles in die Kristallenergie, dann weiß ich, es ändert sich. Und dann ändert es sich garantiert. Auch mein körperlicher Zustand. Auch meine gesellschaftlichen Verpflichtungen, mein ganzes Umfeld, es ändert sich garantiert. Aber bis es noch nicht so gut ist, bleiben wir mal noch in dem Zustand, wo es gerade mal erträglich ist, es ist gerade nicht so toll, aber es ist okay. Und in dieser Zeit haben wir alle Zeit der Welt, alles in die Kristallenergie zu bringen. Reinhard Werner Fassbinder machte einen Film mit dem Titel Angst essen Seele auf. Stimmt. Aber Kristallenergie essen Angst auf. Also es ist tatsächlich so, Angst frisst deine Seele auf, keine Frage. Wenn du Angst hast, dann bist du also nicht, du frisst dich dann Gott sei Dank nicht deine Seele auf, aber es frisst deinen Geist auf. Dein Geist ist rund um die Uhr damit beschäftigt, Angst zu haben. Oh Gott, das ist ja furchtbar, was ist das? Und wenn das und das passiert, oh Gott, was ist, wenn das ist? Und pausenlos ist dein Geist damit beschäftigt, sich über irgendwas Sorgen zu machen. Tja, aber Kristallenergie frisst die Angst auf. Ein Leben in Kristallenergie ist ein Leben ohne Angst.
Denn Angst ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Nur, dass wir nie wussten, warum wir eigentlich keine Angst haben müssen. Und das, was uns in der Kirche erzählt worden ist, ist doch ziemlicher Unsinn. Wir sollten uns manchmal Gedanken darüber machen, sogar sehr. In dem Augenblick, wo ich nichts mehr in die Christenenergie bringen kann, dann habe ich Angst, ja. Dann ja. Aber ich kann es. Ich muss es ja nur wollen. Und ich will es. Mein Geist ist mit nichts anderem beschäftigt. Ich denke immer, ich bringe alles in die Kristallenergie. Wenn mich irgendwas nervt oder so. Wann tut es das nicht? Also gelegentlich. Also ja, okay, ein paar Sachen, ne, das ist echt blöd. Ja, und? Ich bringe sie in die Kristallenergie. Und dann ändert es sich ja. Oh ja. Ich wünsche dir diese Gewissheit. Du brauchst keine Zuversicht. Du musst auch nicht mehr hoffen. Du musst jetzt auch nicht glauben. Aber denk. Und glaub mir, nie ist etwas so wichtig gewesen, wie Gedanken zu haben. Immer. Hab dich immer in der Gewalt. Hab dich immer in der Gewalt. Und einer von diesen religiösen Texten, wo ich sage, okay, sei ein bisschen vorsichtig, einen Satz gebe ich euch noch davon mit. Da sagte der nämlich, wieso, du bist doch mal angestoßen. Hey, komm, schwing mit, voller Freude und so weiter. Moment. Wenn ein Mensch stark belastet ist, wenn die Gedanken dieses Menschen stark belastet sind, schwingt er nicht einfach mal ihm lauter Glück und Freude mit. So einfach ist es nicht. Und er will es auch gar nicht. Die Kunst dabei ist, oder das, was wir alle lernen wollen, was wir auch deshalb sind, da haben wir uns ja auch alle hier versammelt, ist, dass wir wirklich lernen wollen, in der Kristallenergie, alles in die Kristallenergie zu bringen, erst einmal, zur Säuberung zu bringen. Und das betrifft die Menschen hier, das betrifft die Menschen in Afrika und das betrifft die Menschen in China. Und das betrifft die Menschen in Nordkorea, in Südkorea, in Amerika, ganz egal welches Land auch immer, wir können es sofort aufzählen, es betrifft die Menschen in Russland, genauso ist es immer dasselbe. Wir können in der Tat unsere Probleme allesamt in der Kristallenergie auflösen. Ganz egal, in welcher Nationalität wir leben, also in welchem Land wir leben, ganz egal, welche Hautfarbe wir haben und ganz egal, welches Geschlecht wir haben. Denn ein lebendiger Mensch ist gehört sowieso immer zum weiblichen Prinzip, ob die Männer dann doll finden oder nicht. Das ist trotzdem so edgy bad. Bitte. Tja. Jetzt geht's los. Wer will das wissen? Zurzeit noch wenige. Aber ich sage ja, es ist aber, wie gesagt, das ist aber die Elite der Menschen. Ne? Das weißt du schon. Ne? Das ist, dass wir damit, oder dass die Menschen, die alles sofort in die Kristallenergie bringen, zu der Elite der Menschen gehören, das ist ja schon klar. Ne? Warum denn? Warum sollen denn ausgerechnet die zur Elite der Menschen gehören? Ja, weil sie alles in die Kristallenergie bringen und weil sie deshalb sich mit keinem Menschen schlagen, weil sie deshalb mit keinem Menschen diskutieren, weil sie nicht auf Rechthaberei und Ähnliches aus sind und weil sie ganz genau wissen, sie müssen sich dann nicht mehr weiß, was für Gelder da zusammenhäufen. Sie werden immer das Richtige haben, ganz einfach deshalb, weil die Kristallenergie einem gut versorgt. Man hat immer alles, was man braucht. Auch nie mehr, als man unbedingt nur, aber auch nie mehr, als man braucht. Natürlich nicht. Natürlich nicht, weil ganz einfach deshalb, weil alles andere, wenn man mehr hat, als man braucht, belastet es einen nur. Aber man hat alles, um sich vor irgendwas Unerfreulichem zu schützen. Und man hat, wie schon gesagt, keine Angst. Bring es in die Kristallenergie, wenn du Angst hast. Aber holt euch. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Alles Gute euch. Und das kannst du so eins zu eins weitergeben, wenn du das Gefühl hast, derjenige will dir zuhören. Aber diskutier gar nicht erst. Bring alles in die Kristallenergie. Und wenn der andere da auf dich einredet oder was,
und keine Argumentation mehr zugänglich ist oder so, dann sag halt nichts mehr. Und dann bist du irgendwann die ganze Sache da los. Und das Beste an der Kristallenergie ist wirklich, muss man echt mal sagen, es macht die Sache immer besser. Es macht die Sache einfach nur noch besser. Und weißt du, darf ich dir so einen klitzekleinen Tipp geben? Weil ich meine, jeder weiß dann ja auch genau, wer es selber da machen wird und so etwas. Aber ich habe so Gebetsketten, habe ich hier irgendwo. Ich meine, eine Gebetskette, mein Gott, du folgst und jagt, die andere ist halt so. Und dann nimm dir so eine Gebetskette, ohne irgendwelche religiösen Insignien, brauchst du gar nicht. Da gibt es auch diese 108 Perlen oder sowas. Da gibt es keine religiöse Zeichen dran oder so. Was mir persönlich das Liebste ist. Und dann, ich bringe alles in die Kristallenergie, ich bringe alles in die Kristallenergie, ich bringe alles in die Kristallenergie. Denk das doch, bevor du dumme Sachen denkst. Was Besseres gibt's doch gar nicht. Ich bringe alles in die Kristallenergie. Ich bin weißes Licht, ich bringe sowieso alles in die Kristallenergie. Und nichts und niemand wird mir das jemals kaputt machen. Wie denn auch? Ich bringe alles in die Kristallenergie. Echt? Echt jetzt? Echt jetzt? Du kannst es auch an den Fingern abzählen. Also du kannst auch die Augen schließen und es ist immer wieder nur denken. Es ist wurscht. Es kommt da sowieso rein. Dein Wille ist bestimmt. Dein Wille ist sogar sehr bestimmend. Und ich möchte jetzt nochmal am Anfang zurück. Gott ist in der Tat ein Verstärker. Das heißt, ganz egal, was du denkst, es ist eine lebendig machende Kraft, das heißt, das Göttliche, die göttliche, lebendig machende Kraft. Gott, das Männliche steht natürlich da, aber das Weibliche, die weibliche Kraft macht es natürlich dann lebendig. Und das heißt aber, woran du auch denkst, die weibliche, göttliche Kraft macht es lebendig. Das Männliche, das hat dir dann den Gedanken eingegeben, das und das möchte ich wohl, aber durch das Weibliche wird es dann natürlich lebendig. Ja, aber wir leben ja nun, also vermutlich machen wir etwas lebendig. Und ich mache nun mal die heilige Kraft, die Kristallenergie in mir lebendig. Kann ich das lebendig machen, was ich will? Kann ich das erleben, was ich wünsche? Ich muss es nur lebendig machen. Nachdem wir vorher vieles zu toten Steinen verwandelt haben, müssen wir die über alle erstmal alle wieder lebendig machen, ne? Wir haben vieles zum Erliegen gebracht. Sehr vieles. Unsere Wetterkapriolen sind enorm, nicht wahr? Bringen wir unsere Gedanken wieder zur Ruhe. Die Welt ist ziemlich aus dem Gleichgewicht geraten. Die Welt ist einfach aus dem Lot. Bringen wir sie halt wieder ins Gleichgewicht. Und da kann jeder Einzelne sein Schärflein zu beitragen, indem er jeder Einzelne nach Möglichkeit alles in die Kristallenergie bringt. Und damit vermehren wir sie. Wusstest du das? In dem Moment, wo du alles in die Kristallenergie bringst, vermehrst du diese Kristallenergie in dir. Und du trägst einen gehörigen Teil dazu bei, dass die Kristallenergie generell immer stärker wird. Ihr wollt doch alle so gerne die Umwelt schützen und ihr wollt doch alle so gerne Energie sparen und ihr wollt doch alle so gerne, dass sich das alles auf der Welt da wieder beruhigt und so weiter und so fort. Ja, wir können nicht wieder zurück in die 70er Jahre. Warum denn auch? Aber jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass die Kristallenergie auf dieser Welt zunimmt. Er muss sich nur von einigen ziemlich lächerlichen Vorstellungen lösen. Der Menschensohn sitzt bereits zur rechten Kraft Gottes. Der Sohn, ja. Aber die Töchter, mit anderen Worten, die Menschen, die lebendigen Menschen auf der Welt nicht. Die Kraft Gottes kann eine sehr gute Kraft oder eine sehr schlechte Kraft sein. Und wirksam ist alles beides. Alle beide. Je nachdem, wie du denkst, wird diese Kraft, an der du gerade denkst, wirksam.
in deinem Leben wirksam und in jedem Leben, das gerade mal dafür empfänglich ist. Ähnlich wie ein Radiosender. Ich meine, jeder macht, irgendjemand macht einen Radiosender auf und fängt da jetzt an, irgendeine Musik zu plären, und jeder, der zufällig auf diesem Sender ist, hört das. Ist ja jetzt nicht so schwer zu verstehen. Also ich wünsche dir alles Gute. Und ich sagte auch, in der Kristallenergie sehen wir uns wieder. Aber jetzt machen wir sie doch einfach lebendig, indem wir immer wieder daran denken. Ich wünsche dir alles, alles Gute und viel, viel Kruste dazu. Viel Kraft. Oh, das hast du. Mit der Kristallenergie kommt nämlich auch die Kraft. Man erholt sich schnell wieder, auch wenn man da mal gerade mal etwas, oh Gott, was ist hier los? Also da schwindelt einem nur noch oder was. Ja, gut, aber bringen Sie eine Kristallenergie, das wird nach einer Zeit weniger. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. In der Kristallenergie sehen wir uns wieder. Bis dann.